okay. Wie komme ich zur oberen Aufstiegsstation? Gar nicht. Der Organon hat alle Wege zum Aufstiegszoll abgeriegelt. Das ist toll. Weißt du, wo ich den geheimen Unterschlupf der Rebellen finde? Na klar, der Eingang ist direkt hier in der Kanalisation. Ich meinte den geheimen Unterschlupf. Ich kenne nur den hier. Ja, der andere ist ja auch geheim. Ist Porta Fisco nicht auch eine Niederlassung des Organon? Es ist sogar die zentrale Hauptverwaltung. Ulysses hat sein Büro direkt am Aufstiegszoll der oberen Aufstiegsstation. Seit jeher gehört es zu den Aufgaben des Organon, den Ponianern von den Hochbooten fernzuhalten. Nun ist nur noch eines übrig und man munkelt. Es würde den Planeten schon sehr bald verlassen. Wer weiß. Vielleicht verschwindet dann auch endlich der Organon aus Porta Fisco. Dann würde ganz Porta Fisco einen Luftsprung machen. Ja. Mehr als du denkst. Bitte was? Beim Gähnen verrenkt. So langweilig fand ich die Geschichte jetzt gar nicht. Ja, das Problem ist ja, dass alles in die Luft geht. Dieser Ort deprimiert mich irgendwie. Ja, das kann ich gut verstehen. Mich deprimiert Porta Fisco schon mein ganzes Leben lang. Ja, aber du bist nicht so wichtig. Warum ist es bei dir weniger schlimm? Gut. Ich riech dich später. Denk dran, was ich dir beigebracht habe. Logen, Digger. Okay. Noch ein Tipp. Niemand mag Klugscheißer. Gut. Komm mal da rein. Ich glaube, wir machen das noch. Doch, wir machen das. Komm. Oh Gott. Was für eine Verschwendung. Daraus hätte man einen grandiosen Fluchtapparat bauen können. Oder eine Hochgeschwindigkeitskäserei. Huhn ist übrigens Gronk. Also die Stimme ist Gronk. Hat man ja bestimmt gehört. Das ist einer dieser praktischen Steckplätze, in die man Stromumkehrer einbauen kann. Ah, in die man Stromumkehrer einbauen kann. Kennen wir irgendwoher. Passt. Klappe zu. Tank. Da haben wir ja den Salat. Der Tank ist leer. Ja. Was machen wir jetzt? Sollen wir eine brennende Fackel reinstecken? Mal nachgucken, ob noch genug Dieselöl im Tank ist. Nein, er ist leer. Man sollte immer auf Nummer sicher gehen. Okay. Ja? Ich bin's, Rufus. Bist du nicht. Wenn du Rufus wärst, wüsstest du das geheime Klopfzeichen. Weiß ich ja auch. Und es beginnt mit einem D, richtig? Ha, viel Glück. Okay. Plus, minus, plus. Anleitung. Plus, minus, plus. Das soll ein Code sein. Fest steht, diese Klopfrätsel werden von Mal zu Mal dämlicher. Rufus kann bis zu 5-mal klopfen, bis ihn Leopold unterbricht. Ob es ihm wohl gelingt, das Prinzip hinter Leopolds Antworten zu erkennen? Falsch. Aber... Falsch. Verdammt. Falsch. Aber... Falsch. Verdammt. Plus, minus, plus. Falsch. Aber... Falsch. Verdammt. Ich verstehe das nicht. Klock, klock.
Falsch. Aber... Falsch. Verdammt. Block. Falsch. Aber... Verdammt. Falsch. Aber... Falsch. Auf Verdammt. Alle Fälle dreimal zu begehen. Falsch. Aber... Verdammt. Falsch. Aber... Falsch. Also verdammt. Also als erstes dreimal. Dann viermal. Falsch. Aber falsch. Verdammt. Drei. Hey, das war ja tatsächlich richtig. Cool. Natürlich war das richtig, du Morschbirne. Rufus, bist du das etwa? Was machst du denn da draußen? Tja, wenn ich das wüsste. Vielleicht klopfe ich einfach gerne. Komm rein, Janosch wartet auf dich. Cool. Rufus, sehr gut. Ist das da? Janosch, wow. Das ist ja... Nicht nur schlecht, was du hier aufgebaut hast. Ja, die Rekrutierung läuft hervorragend. Ich sehe nur Delfine. Ich glaube, ich habe mein Charisma unterschätzt. Das ist Toni. Oder die Tatsache, dass sich niemand gerne in die Luft springen lässt. Toni, du? Rufus? Ah, ihr kennt euch bereits. Nummer 26, das hier ist Nummer 2. Unser spiritueller Anführer. Rufus ist Nummer 2? Das kann nur ein Witz sein. Genau. Warum bin ich nur Nummer 2? Wir haben inzwischen mehr als 25 Leute für unsere Sache gewinnen können. Also 26. Genau. Da sind allerdings auch die drei abgerichteten Delfine schon mitgeschält. Also beschwer du dich noch einmal über deine Nummer. Er richtet Delfine ab? Das ist mein Job hier. Was dagegen? Bestimmt Torpedo-Delfine. Okay. Dass unter Tonis Obhut selbst niedliche Delfine zu blutrünstigen Mordwaffen werden, leuchtet mir ein. Ja. Aber wozu das Ganze? Was nutzen abgerichtete Delfine bei dem Versuch, einen Fahrstuhl in den Orbit zu kapern? Man muss halt nehmen, was man kriegen kann. Was offenbar insbesondere für spirituelle Anführer gilt. Zuerst wollten wir Flugdrachen haben, aber das hat sich als fataler Wildschlag erwiesen. Ich hab's Nummer 27 von Anfang an gesagt. Aber er wollte einfach nicht hören. Okay. Delfine. Mein Delfinisch ist derart akzentfrei, dass es ihnen die Sprache verschlagen hat. Nee, ungefähr, ja. Wir nehmen da kurz den Kanister mit. Wow. Na, ihr? Soll euch der Onkel Rufus ein paar Kunststücke beibringen? Hm? Nein! Wie sie sich freuen. Sie haben Nein gesagt. Tschüss. Durchreiche. Das schreit geradezu nach einem brillanten Manöver. Nach hinten, das ist der Eingang. Okay, gehen wir mal da lang. So.
Hallo? Oh, hallo! Noch ein neues Gesicht. Bist du auch einer von Janos kleinen Freunden? Na, hören Sie mal. Ich bin der Anführer einer Rebellion gegen den Organon. Natürlich bist du das. Möchte unser tapferer Anführer denn auch einen Orangensaft? Vielleicht später. Haben Sie zufällig etwas Katzenfutter? Leider nein, mein Junge. Ich wollte vorhin etwas zubereiten, aber die nette junge Dame hat mich darauf hingewiesen, dass die jungen Delfine nicht zu den Vorräten zählen. Welche nette junge Dame denn? Das wüsste ich auch gerne. Ah, hier kommen wir nach da. Ja, das ist lustig. Das wird die Delfine garantiert aufmuntern. Verdammt. Mein Plan braucht wohl noch ein wenig Feinschliff. Ja, das ist lustig, aber noch nicht lustig genug. Hier ist mein feines Gespür für intelligente Unterhaltung gefragt. Hm, okay. Können wir irgendwas anderes nehmen? Wir haben hier einen Sender. Ich habe noch nicht Lust. Hier ist. Muss ich hier irgendwas verbinden? Schlauch. Ich empfange nicht. Nein. Warum sollte ich meine Eigos doch noch so viele. Keine Ahnung. Ich habe noch hier. Aber noch hier. Alles nicht so gut, glaube ich. Aber hier. Aber noch hier. Okay. Anderer Weg. Hier geht's nicht weiter erstmal. Ist aber auch nicht so wichtig. Wir haben den Kanister. Der Tank ist genauso leer wie mein Kanister. Wo bekomme ich denn jetzt Dieselöl her? Ja, wow. Dann probieren wir es hier vorne weiter. Und zwar gehen wir jetzt da rein. Komm rein, Rufus. Hallo. Ich habe dich erwartet. Sehr gut. Mein Ruf eilt mir voraus. Aber nicht doch. Die Kristallkugel hat mir deine Ankunft verraten. Und sie weiß sogar, wie ich heiße. Tatsächlich hast du im Vorzelt deinen Namen gesummt. Aber egal. Du bist spät dran, Rufus. Ich wurde aufgehalten. Ja, das habe ich ebenfalls vorhergesehen. Was genau genommen keinen Sinn ergibt. Und noch was. Dass du mir die Bananen klauen wirst, werde ich dir sehr übel nehmen. Okay. Bist du so eine Art Hellseher? Ich verfüge über das dritte Auge. Ja, aber ich praktiziere nicht mehr. Dann habe ich den Kaffeesatz im Vorraum vollkommen umsonst auf den Teppich geschüttet. Tja, die Zeiten haben sich geändert. Wenn man heutzutage nicht auf einem Scheiterhaufen enden will, tut man gut daran, düstere Vorahnung für sich zu behalten. Darum habe ich auf Partnerberatung umgesattelt. Bitte was? Du hast vorhergesehen, dass du schlechte Zeiten vorhersehen wirst? Und hast deshalb die Wahrsagerei aufgegeben? Aber nicht doch. Ich habe meinen Job rechtzeitig an den Nagel gehängt. Entsprechend werde ich auch niemals schlechte Zeit vorhersehen. Und was nicht passieren wird, kann man nicht vorhersehen. Ich habe allerdings vorhergesehen, dass ich aus diesem Grunde meinen Job an den Nagel hängen werde. Irgendwie wünsche ich mich gerade zu doch Zeitanomalien zurück. Du machst jetzt Partnerberatungen? Ja. Aus irgendeinem Grund sind die Leute empfänglicher für schlechte Neuigkeiten, wenn es um ihre Beziehung geht. Das ist gut. Kannst du die Lottozahlen vorhersagen? Ich könnte. Dann mach mal. Ach komm schon. Verrat mir die Lottozahlen. Nein. Boah. Wird es mir gelingen, die Welt zu retten? Die Zukunft ist noch nicht geschrieben, Rufus. Außer in meinem Tagebuch natürlich. Ich habe nächsten Monat viel zu tun, da habe ich schon mal etwas vorgearbeitet. Cool. Warum? Meine Kunden erwarten ein mystisches Ambiente. Außerdem ist es praktisch. Okay. Im Falle einer Katastrophe kann ich all mein Hab und Gut innerhalb von Minuten zusammenpacken.
Was für eine Katastrophe. Ups. Das Gewirk der Zeit ist in ständiger Bewegung. Ein Schleier liegt über der Zukunft. Ungewissheit spielt nackt auf seinen Bongos. Es gibt kein Benzin für Satinas Kettensäge. Hey, nun lenk mal nicht ab. Was für eine Katastrophe. Ach, verdammt. Ich will deine Bananen nicht. Doch. Du wirst sie mir trotzdem stehlen, glaub mir. Okay. Ich will dich nicht länger stören. Ich habe es anders gesehen. Ah, es ist soweit. Der Zeitpunkt des großen Bananendiebstahls ist gekommen, wie vorhergesehen. Du unterschätzt mich. Ich kann dagegen ankämpfen. Na los, füge dich deinem Schicksal. Nein, niemals. Na los. Nein. Gut so, ergib dich deinem Schicksal. Okay. Das mussten wir machen, bestimmt. Was gibt's hier? Hallo. Der Organon hat offenbar die ganze Stadt abgeriegelt. Ich würde das ja als Herausforderung werten. Leider habe ich im Moment andere Sorgen. Glück gehabt, Organon. Okay. Tschüss. Ich glaube, wir müssen Bananen... Oh, das macht gar keinen Sinn, da Bananen in den Tank zu werfen. Bananen kommen mir nicht in den Tank. Man steckt sie in den Auspuff. Ah. In den Auspuff. Moment. In den Auspuff, na dann. Aha, der gute alte Banane im Auspuff-Trick. Ja, du hast es ja gesagt. Hier gibt's einen Tank für Dieselöl, aber ohne Hilfsmittel bekomme ich es da nicht raus. Du hast einen Kanister. Das ist wohl das langweiligste Gefäß zum Transport von Dieselöl, das ich auftreiben konnte. Aber was soll's. Alles, was ich jetzt noch brauche, ist eine Möglichkeit, das Öl da rauszubekommen. Du hast, einen Schlauch. Damit sollte ich mir etwas vom Diesel abzapfen können. Ja. Lecker. Und jetzt sollte ich mich beeilen, ein adäquates Gefäß zu finden. Das läuft ja schon alles ins Meer. Das ist wohl das langweiligste Gefäß, aber was soll. So. Jetzt haben wir's. Also einmal wieder zurück. Jetzt müssen wir über mehrere Inseln hier gerade fahren. Aber das passiert halt. Das kommt also da rein. So, der Tank ist wieder voll. Zeit für etwas Turbinen-Action. Let's go. Wo kommt denn plötzlich dieser Gestank her? Ne, einer meiner Lieblingsbäume. Wow, Duftbäume. Bananen? Ja, das ist lustig. Das wird die Delfine garantiert aufmuntern. Oh Gott. Ich sehe schon. Verdammt. Mein Plan braucht wohl noch ein wenig Feinschliff. Alles klar. Duftbäume.
Nimmst du jetzt alle Duftbäume mit? Ja, das ist lustig. Aber noch nicht lustig genug. Hier ist mein Feind. Meine Sachen stinken nicht. Sie riechen nach... Upsi, da habe ich wohl mal wieder ein wenig ehrliche Arbeit geleistet. Ja. Was machen wir jetzt mit den Duftbäumen?